Liebe Leute, hallo und willkommen zurück. Conan Exiles geht natürlich weiter und ich bin hier nach Flussende gereist und will mir jetzt mal die Ecke hier so anschauen und gucken, was mich da so erwartet. Und hoffen, dass ich hier ganz fantastische Rüstungen und Waffen finde. Aber das wird sich bestimmt bald zeigen. Das ist eine sehr triste Gegend auf jeden Fall. Eieiei. Eieiei. Sehr schön. Ja, hier scheint doch nicht so sonderlich viel zu sein. Also weder feindmäßig. Muss mal eben schauen. Ich muss mich ein bisschen rechts halten jetzt. Weder feindmäßig noch Gebäude oder Ruinen oder irgendwas. Das ist hier wirklich ziemlich tot. Merkwürdig. Selbst mit Kriegsbemalung schmücken. Das haben wir auch noch. Wie geht das denn eigentlich? Da haben wir einen Wolf. Hi. Wolfsfell. Okay. So, dann schauen wir mal. Ich habe natürlich immer noch die Minimap aktiviert, allerdings hatte ich trotzdem zwischendurch immer mal wieder... Naja doch, ich werde das Stückchen noch hochgehen und dann hier rechts runter und dann eher so in die Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, für Schnee bin ich noch nicht so ganz bereit. Daran bemessen, dass es je nördlicher immer schwieriger wird, deshalb... Halte ich mich lieber ein bisschen zurück. Oh, da vorne ist ein bisschen was los. Ja, nochmal Glück gehabt. Weiß nicht, ob ich mich jetzt mit 5 Bären anlegen sollte. Die geben natürlich gut Fell und Haut und so. Ne? Komm, den hauen wir um. Aua. Komm mal her jetzt. Komm mal her, ist doch gut. Doch alle The Revenant gesehen. So. Warte mal, nicht rollen. Sehr schön. Bärenfell. Ah, okay. Sehr schön. Kann ich mir so ein Baby schnappen? Wo sind die denn hingelaufen? Waren die nicht hier irgendwo?
Schade. Vielleicht sind die ja hier oben. Was ist das denn da? Ah. Hier geht's gar nicht so unbedingt lang. So. Ah, sehr schön. Sehr schön. Was für eine Gegend, Leute, ey. Was für eine Gegend. Zeig mal her, jetzt bin ich direkt am Schneegebiet. Würde ich sagen, ziehe ich mal hier rüber ab, so gut es geht. Denn der Berg ist natürlich ein bisschen im Weg, aber gut. Leute, muss ich durch. Ah, da haben wir was. Ja, hier ist wirklich nicht viel los. Also es ist ein bisschen... Ich hör Geist. Wo? Wer? Warum? Hi. Jonas Stand. Der hält ein bisschen was aus. Was war denn da links? Ah, Katapult. Acapulco. Au. Seven. Das war's? Ja, ich muss nochmal die Geister, die waren hier und die sind dann erschüttert worden vom Katapult, was jetzt entweder heißt, dass hier irgendwas ist, wo dieser Katapult stand. Dieses Katapult? Dieser Katapult. Der Katapult. Das Katapult. Leute. Wo Katapult stand, so redet man ja heute. Ey, ich bin Bahnhof. Aber jetzt sind die weg. Ist natürlich blöd. Ich muss mal kurz aus dem Gebiet hier ein bisschen raus. Oh, schön Schnee. Friert der denn auch hier, oder was? Temperaturanzeige gibt's da zwar, aber... Ah ja, doch, jetzt sehe ich's. Oh, wie schön. Oh, ganz kalt, Leute. Tja, kann ich leider nicht genau sagen, was hier Phase ist. Weil ich konnte es durch den Bären nicht so direkt sehen. Ich bin aber der Meinung, da hinten war ein Katapult geschossen. Und dann sind die durch den... Oh, hier ist doch Dings, oder nicht? Naja. Oh, ich bin überlastet. What a surprise. Das kann raus, das kann raus. Was ist denn hier so schwer? Ach, beim letzten Mal, ja, ich weiß schon. Beim letzten Mal, also in der letzten Folge hatte ich irgendein Festmahl oder so und dann hatte ich 55% oder Kilogramm mehr Traggewicht.
Und deshalb konnte ich so viel tragen. Aber gut, mein Gott. Es ist hier jetzt in erster Linie auch Erkundung und was ich mitnehmen kann, kann ich mitnehmen. Und jetzt bin ich an der Grenze. Dadurch, dass mein Pferd ja noch nicht vollständig ausgewachsen ist, muss ich da halt auch noch ein bisschen warten. Bin gespannt, was hier so für Feinde rumlungern. Bestimmt nur ganz nette Feinde. Na doch, da bin ich ein bisschen gezwungen, da hier so durchzugehen. Ich befürchte, das wird einmal hier rumführen. Und hier, das ist so ein bisschen mein Ziel und natürlich das hier vorher, aber das liegt auch ein bisschen weiter oben, so wie ich das hier lese. Und das sieht ja auch gar nicht verkehrt aus hier. Was ist das denn? Und da bin ich gerade gewesen. Hier. Naja. Ich bleibe am Fuße des Berges und folge dem so ein bisschen und dann wird sich schon was ergeben. Ja, das ist echt tot hier. Also jetzt auch das Stückchen Schneegebiet. Hallo. Du bist überlastet. Das ist völlig okay. Das kann ich dann raushauen. Ja. Ja, nix so richtig. Wolfsfeld am ehesten die Kohle, würde ich sagen. Gehe ich mal so ein bisschen hier runter zum Fluss. Oh, jetzt kommt der nächste. Kann ich jetzt leider nicht mehr ausnehmen. Das bleibt jetzt leider ein unnötiger Kampf. So, schauen wir mal. Das sieht doch schon sehr viel interessanter aus da oben. Gehen wir mal hier rüber. Ah, schön. Hier ist ein bisschen wärmer, aber hier regnet's. Was geht denn hier ab? Jede Menge Eisen. Oh, schön. Gottes Klauenweg. Was ist das denn da? Ah. Ja, genau da lang muss ich und will ich. Na, ich glaube, den kriege ich so. Oh, hier sind aber einige. Eieiei, hier drüben.
Was kostet nochmal so eine Schmiede? Wahrscheinlich Eisenbarren, ne? Ja, nee, komm, ich zieh erstmal weiter. Ach nee, Stein. Wartet mal, das war nur Stein. Das ist sehr machbar. Finde ich ganz gut, den Tipp von euch, einfach die Schmiede mitten im Nirgendwo abzustellen. Um dann den ganzen Krempel da reinzuhauen. Ziegel habe ich nicht. Melzofen. Ofen. Da haben wir es doch. Sehr schön. So, dann gibt man ein bisschen Stone. Ist doch Holz hier, oder nicht? Habe ich denn 469? Damit ich die Sorge schon mal los, und hier scheint ja ein recht eisenreiches Gebiet zu sein. Das heißt, hier kann ich auch jederzeit wieder zurückkehren, um nachzuwerfen, um dann... Oh, wie viel der braucht? 990 waren es, glaube ich. Das müsste jetzt aber reichen. Hier, mitten rein, Leute. Zack. Ja gut, Stein können wir auch mal reinhauen. Oder 12 Minuten. Ich sollte noch ein bisschen Holz besorgen. Aber dann sehe ich da kein Problem drin. Ist doch verdammt dunkel. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ah, hier bin ich. Sehr schön. Oh, wie gut das aussieht einfach. Also ich glaube nicht, dass die Rinde hier einen Unterschied macht, aber so hätten wir es schon mal. Dann würde ich fast sagen, haue ich das auch noch rein, auch wenn das nichts bewirkt. Also so richtig viel mehr Platz habe ich jetzt auch nicht. Das Komm, hauen wir das da rein. Ich würde fast sagen, ich mache es so. Dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum für das, was da jetzt noch kommt. Hohoho! Sehr schön. Von Himmelsholm. Das sind diese Kreise, oder? Na, nee. Aber... ein bisschen mehr Licht wäre nicht verkehrt. So ein bisschen mehr Licht. Oh, da haben wir es. Wie gut mit den Blitzen und so.
ist nur die Frage. Doch, da oben ist jemand. Ich schieße aus dem Schatten. Oder der Nacht. Ah, guten Morgen. Hallo, 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 hallo. John, der Tüftler. Guck mal, hey, Freundchen. Hallo, bleib doch ruhig, bitte. War doch nur ein Witz. Ist doch ein cooler Name. Wenn ich mit dir fertig bin, du wirst so die Schmiede heiraten. Schon der Tüftler. Großartig. Stahl und Funken. Bist du Sailor Moon oder was? Zack. Sag mal. Haben wir nicht gewettet. Er hört doch einfach nicht aufzuschlagen, die ganze Zeit hier. Ich kann ihn leider auch nicht unterbrechen. Ja. Ja. Nix ist hier. Ich muss den dann gleich erstmal zurückbeamen und dann schön ein bisschen Arbeit geben. Ich weiß nicht, ob man zwei an eine Schmiede setzen kann. Ansonsten muss ich schauen, dass ich der anderen Dame irgendwas anderes gebe. Oh, Freundchen, schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Da haben wir ja den nächsten Beampunkt, das ist also kein Problem. Mal schauen. Ja, schau. Hallo? Nee, das hat nicht geklappt. John? Das war nichts. Ich glaube, der ist in den Weiten. Warte mal, ist der auch fertig? Ach, da ist er ja schon. Hä? Es wird automatisch ausgeballert. Wenn du einen unbekehrten Leibeigenen bewegst, wird er zerstört. Trotzdem fortfahren? Nein. Die brauchen hier, Leute. Mangiare. Gib mal Suppe. Ja, okay. Also das ist dann scheinbar eine Vorsichtsmaßnahme vom Spiel, dass sie gesagt haben, ja komm, wenn du mit dem Beams, dann ist er direkt drin. Hör auf zu heulen. John der Tüftler. Oho, ich bin John der Tüftler. Reicht das eine Stunde? Ja, den für den einen auf jeden Fall. Hauen wir das erstmal rein. Harz, das haben wir noch. Harz hau ich da mal rein. Was ist hier los? Das ist natürlich schlecht. Aber wenn sie nichts hat, dann hat sie nichts. Ich brauche ein paar Steine vielleicht. Dann kann sie ein paar Ziegel herstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
So, das reicht erstmal für ein bisschen Arbeit. Ach ja, und meine Hyäne soll ich doch mitnehmen, weil die sonst nicht leveln kann. Ich habe halt eher Sorge, dass die dann einfach drauf geht, wenn die die ganze Zeit angegriffen wird. So. Gerade da im Wolfsgebiet und Bärengebiet, ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass da ein Vorteil für mich entsteht, den dabei zu haben. Du bist wunderschön, lass dir nichts erzählen. Ja, die Zähne will man nicht in sich haben. Eieiei. So, ich lasse den jetzt erstmal kurz hier. Für mich ist so eine Hyäne auch eher Deko, ehrlich gesagt. Was war das, das hier, ne? So, wo waren wir? Was steht da? Da steht einer. Ja, jetzt ist die natürlich wieder da. Kümmere ich mich erstmal darum. Da drüben stehen welche. Ich glaube, der steht an so einem Geschütz, oder sehe ich das falsch? Stationäre Armbrust. Was ist das denn hier? Ist das ein Stein? Nee, da steht auch einer. Sag doch was. Oh, warte mal. Haha, sehr gut. Sind nicht verkehrt. Ja, das nehme ich mal alles so mit. Okay. Jetzt ist die Frage, die Schutztürme, lohnt sich das da irgendwie raufzuklettern? Gibt es denn da überhaupt einen Weg? Wie kam sie denn da rauf eigentlich? Kommt er jetzt hier hochgeklettert? Glaube ich nicht. Nee. Warte mal, ich komme runter, Freundchen. So, jetzt. Da haben wir einen. Zack. Erinnert mich so ein bisschen an Xena. Kennt das noch einer? Xena, die... Ist die einfach nur die Kriegerin oder so? Sandschutzturm. Das schaue ich mir mal kurz an. 66, 105. What? Ach da, hallo. Janos. Janosch, sagen wir mal. Hohoho. Das auf jeden Fall. Das hier, ist das nicht so ein Verbesserungsset? Ach nee, Herz eines Nordheimers. Dieses immer noch schlagende Herz wurde der Brust eines Helden der Nordheimer entrissen. Ein würdiges Opfer für Ymir. Okay. Nett hier. Hier geht's nicht rein.
Machen wir mal. Die haben alle Barren dabei, was fantastisch ist. Da kommt einiges zusammen, wenn man mal so eine kleine Loot-Tour hier macht. Jeder von denen hat so im Schnitt 2-3 Barren dabei. Gottschutzturm. Leute, ich will da rein. Das kann ich machen. Nee. So. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich doch wieder irgendein Amulett oder so, was ich oben habe, damit ich da reinkomme. So ein Fitbit oder sowas. Aber die haben ja aus gutem Grund alle Namen. Also da wird schon irgendwas sein. Vielleicht finde ich das ja hier. Zack. Spitzhacke, die habe ich ja nun schon. Bisschen Leder. Was wiegt denn die? Na, mal schauen. So, was gibt's hier? Nichts gibt's hier. Boah, wie krass das aussieht. Okay. Ja, das ist, was ich meine. Hier ist alles betitelt. Das wird schon irgendeinen Grund haben. Da vorne haben wir jetzt den Superturm. Was hast du hier? L-Handschuhe 26. Ich glaube nicht. Sonst ist hier nichts weiter. Ich kann das gar nicht glauben. Also klar, die Türme werden schon irgendeinen Sinn haben. Da kommt man dann irgendwann rein, wenn dies oder jenes erledigt ist. Moment, leider nicht. Muss ich mal eben schauen. Da unten geht's weiter. Ah ja, das kann ich schon sehen. Ich glaube, da bin ich auch noch gar nicht gewesen. Obwohl, ach, der Bau. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Na, das hier ist gar nicht so uninteressant, glaube ich. Da steht schon mal was. Das ist der Bau. Die Frage ist nur... Ich befürchte, hier komme ich vorerst nicht weiter. Warte mal, kann ich das hier reparieren? Holz. Ah, die sind zu weit weg. So, das hätten wir. Und hier ebenfalls. Das wäre auch nicht verkehrt. Das geht. Leder, ja gut. Das wird doch so irgendwie gehen. Also das ist nur so ein kleiner Wachturm. Und das sind diese vier Türme. Nee, sind es drei? Ich bin der Meinung, ich habe vier Namen gelesen. Ah ja, doch, vier. Ah nee, das ist... Naja, drei. So.
Kann ich hier mal eben schauen, was hier unten zu sehen ist. Wenn das der Bau ist, dann regnet es da auf jeden Fall nicht. Direkt vor mir ganz viele Türme. Das hängt hiermit irgendwie zusammen. Oh. Absolutes Eisenparadies hier. Leute, so viel Zeit muss sein. Sehr schön. Oh, ist ja noch mehr. Naja, komm. Das kann ich alles nicht tragen. Die Frage ist halt, ich könnte natürlich nochmal eine Schmiede bauen. Wobei das geht. 88% ist okay. Ich gehe mal direkt hier hoch. Da haben wir ein paar Wildschweine. Ne, Warzenschweine sind das, oder? Ah, hier Asterix. Frage ist, wie ich da reinkomme. Neue Azaghard. Das könnten sogar Freunde sein. Die Symbole sind ja, beste Freunde sogar. Geh doch nicht weg. Wo ist der andere Typ? Da. Was ist denn mit meinem... Deshalb ging es nicht. Jetzt haben wir es. Weil die Symbole sind grün, deshalb ging ich davon aus, aber ich meine. Junge, was machst du denn da? Deshalb ging ich davon aus, dass das friedlich ist, aber. Gut, in der anderen Stadt bin ich auch angegriffen worden die ganze Zeit. Entschuldigung. Das auf jeden Fall. Ist nichts weiter. Also nix mit friedlich hier. Der Sound. Oh, großartig. So, da haben wir eine Truhe. Das nehme ich, das nehme ich, das, das und weil ich nicht weiß, was es ist, das.
Bitte? Ach ja. Oh, sein Kopf rollt noch. Das macht schon Spaß, Leute. Achso, was ist das denn da? Ach nee, wieder irgend so eine dekorative Schale. Zeug. Ja, ich nehme jetzt mal nur die Sachen, wo ich wirklich denke, dass ich die auf jeden Fall gebrauchen kann. Und ich weiß, irgendwann kann man alles irgendwie gebrauchen, aber ich brauche jetzt keine Kerzenstummel und nicht den tausendsten Kristall, denn ich habe auch mit dem Salz noch nicht angefangen, deshalb eins nach dem anderen. Oh, ist doch ganz nett hier. Zack. Das kenne ich noch nicht. Die Steine können auf jeden Fall raus. Das kann auch raus hier. Holz brauche ich auch nicht. Das ist doch schon mal was. Schade, ich dachte, ich kann hier irgendwas opfern oder so, irgendwas machen, damit ich hier irgendwas lernen kann oder so, aber dem scheint nicht so zu sein. Hallo? Es regnet in eurer Hütte. In Valhalla. Valhalla. Ja, auch hier ist nichts. In Valhalla. Watch out! Enemies approaching. Was ist denn jetzt los? Noch so ein Herz mit. Und ich denke fast, die Seide kann ich mir auch sparen, ehrlich gesagt. Die wird ja jetzt nicht so super viel wiegen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich nehme das alles immer mit. Was denn jetzt? Ich nehme das alles so mit. Aber bisher habe ich, glaube ich, auch noch nicht einmal Seide benötigt. Was ich tatsächlich einen schönen Zusatz fände, mal zum Gewaltgrad, ist, wenn ich in deren Blut sein würde. Also wenn das spritzt ja wie verrückt und was ich dann ganz blutig wäre. Das würde dann mit der Zeit weggehen oder im Regen oder so. Aber das würde nochmal zu diesem Ich-schlachte-alle-ab-Faktor beitragen. Greifen mich einfach alle an. Hasen, Meerschweinchen. Barren sind nicht verkehrt.
Erstmal schauen, wo ich jetzt schon war und wo noch nicht. Kann ich hier irgendwas lernen? Verrückt, dass ich anfangs noch dachte, das könnte friedlich sein hier. Aber die Haut ist nicht verkehrt. Das schaue ich mir mal an. Vierundzwanzig. Und wiegt ein bisschen weniger. Ja, was ist denn hier jetzt? Also ein Schild, ist Gesundheitsschaden einfach falsch übersetzt? Also heißt das, je höher die Zahl ist, desto besser schützt es mich? Rüstungsdurchdringung 12. Weil ansonsten würde ich sagen, das Ding nehme ich hier oder nicht? Oder wie sehe ich das? Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Aber dann muss ich leider das hier raushauen, weil so viel kann ich nicht mitschleppen. Das kann auch raus. Ein paar Pfeile können auch raus. Verband lieber nicht. Ach, Glas ist das. Na komm. Hier einfach sind. Ah, hier ist schön warm. Hier regnet es auch rein. Da bin ich reingekommen, oder? Kann das sein? Wobei, ja doch. Okay. Ich höre doch noch jemanden hier. Ist bestimmt hier drin, oder? Ja, ich befürchte, ich kann jetzt nichts mehr tragen, deshalb lasse ich es jetzt. Ach, da draußen. Noch mal schauen. Was ist das denn hier? Wo ist denn Fleisch? Ja, danke. Das Problem an solchen großen Gebieten ist ja für mich jetzt als Spieler, der das nicht kennt, dass ich mich hier durchschnitzel und glaube, ja, ich habe alles gelootet. Und dann im Nachhinein im Kommentarbereich steht dann, ah ja, nee, da musst du dreimal um den Baum laufen und dann
bekommst du das wichtigste Item im ganzen Spiel. Oh, hier, drücke E, um zu interagieren. Banner des, der Erben des Nordens. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass das hier grün ist. Ich weiß nicht, was genau das heißt. Ich weiß auch nicht, wer hier schießt. Er, sie. Oh, hat der was Gutes? Nee. Ein paar Barren. In Valhalla. So, hier war ich auch schon. Kann ich den nehmen? Hier wird es bestimmt noch mal irgendwas geben, aber ich, keine Ahnung, ich finde es auch immer ein bisschen schwer ersichtlich. Also, ob das jetzt so ein Banner ist, an dem ich zufällig gerade stand. Ich finde auch diese ganzen Bücher und Schriftrollen sind schwer zu erkennen. Also, das ist nicht so ganz ersichtlich, was natürlich Teil des Spiels ist, weil man dann halt genauer schauen muss. Aber genau hier war ich. Das hatten wir bereits. So eine Werkbank? Kann ich da was lernen? Nee. Na, dann würde ich sagen, war das doch ganz nett. Zurück. Hier ist das Wetter schön. Ja, jetzt die Frage natürlich, kann ich das auch meinem Gott hier anbieten? Aufwertung zum Schlund. Ziegel, Manifestation des Eifers. Ist es das hier? Okay, da muss ich mich dann auch nochmal mit befassen. Au. Aber was ist hier mit Boromir? Ist der schon fertig? Gleich ist der eine durch. Also durch im wahrsten Sinne. So, Fräulein, guck mal hier. Zack, nur für dich. Feuer. Die kann ich ja behalten. So wird's doch was. So, dann können wir ja mal ein bisschen hier Rüstung. Was haben wir denn hier? Rüstungen mächtiger Zivilisation. Episch, episch. So, da, das meine ich, Leute.
Reptilienbrustpanzer. Wieso kann ich das nicht freischalten? Was hat's damit auf sich? Epische Sachen gehen wahrscheinlich. Doch, hä? Ach nee, die kann ich ja schon. Ach, sorry, Leute. Ja, ja. Ein Punkt. Was ist denn das Zeug, was ich gerade freigeschaltet habe? Was ist das hier? Ich glaube nicht. Reptilienhaut, abgründiger Reißzahn. Elefantenhaut brauche ich auf jeden Fall noch. 140. 210 allerdings sehr schwer. 29 Kilo. Hier steht leider kein Gewicht. Aber gut, ist ja schon mal ein Anfang. Und ich muss ja auch irgendwie mal mein Haus weiterbauen, oder? Komm mal mit. Gut gemacht. Wie sieht's denn mit dem Pferd aus eigentlich? Ist es bald fertig? Dauert noch ein bisschen, aber machen wir dann in der nächsten Folge. Freunde. Bis dahin, ciao.